Herzlich willkommen bei The Forest, bei einer weiteren Folge. Die letzte Höhentour hat natürlich nicht funktioniert, darum begeben wir uns einfach in die nächste. Nur hier vorne können wir, glaube ich, noch nicht rein. Also wir müssen schon ein Stück weiter. Ich bin der Meinung, weil das sind nämlich alles hier so Höhlen. Die Verbindung zur Sinkhole haben. Deswegen bringt uns das nichts. Aber immerhin haben wir ein bisschen Mutantenrüstung einmal. Ist schon mal etwas Schutz. Und noch ein bisschen von der Echsen. Ist zwar nicht viel, aber ein kleines bisschen. Ein Wermutstropfen. Aber hier vorne haben wir ja auch schon wieder einen Höhleneingang. Ich noch gar nicht. Jo, Alkohol. Immerhin haben wir wieder zwei Flaschen. Obwohl, hiermit können wir uns auch noch eine Bombe bauen. So, hier haben wir auch eine Höhle. Würde ich sagen, ab geht's. Hoppala. Ist das dunkel hier? Oh, ein bisschen Licht hier. Scheint ein bisschen tiefer zu gehen. Ein wenig Dunkelheit. So, wir sind unten. Noch nicht ganz unten. Was uns unten erwartet. So, mal kurz die Power ein bisschen hochgehen. Damit, wenn wir unten ankommen, nicht gleich platt sind. Doch schon ein bisschen anstrengender hier runter. Sind aber fast da. Das hat ja jetzt echt viel gebracht, du. Kann ich nicht anders sagen. Oh, nee. Ist hier irgendwas? Geht das doch gleich eh wieder aus. Nein, hier ist nichts.
ja ganz schön viele Riegel hier. Ist eigentlich nicht schlecht. Oh yeah. Wir sind von vorne gekommen. Was geht's denn hier lang? Das ist ein Muschiklaus. Immerhin schon mal eine. Machen wir uns noch ein bisschen Rüstung. Wenn wir halt die Möglichkeit gerade hier haben. Hm.
Das ist doch angenehmer. So verbrauchen wir nichts. Aha, da ist noch ein Baby. Das holen wir uns gleich, bevor es uns kriegt. Und dafür wäre die Rüstung zu schade, dass die dann kaputt geht. So, wo ist der letzte hier? Ja, der ist schon weg. Weggespawnt, verdammt. Den hätten wir jetzt auch noch gebrauchen können. Aber egal. Immerhin drei Knochenteile und eine, ja, Monster. Uns einen Riegel reinpacken. Schadet ja nicht. Ja, okay. Schade, hätte ich mal vorher mal dran gedacht, ey. Verdammt. Verdammeldudelei, ey. Ja, gehen wir mal tiefer. Immer tiefer. In die Höhle. Man das auch. Ah. Ja, okay. Toll. Toll. Hier ist der Ausgang. Okay.
Bleibt uns nichts anderes übrig. Obwohl, es geht wahrscheinlich in eine andere Höhle rüber. Na komm. Equip, okay, wir haben zweimal. Jetzt eine Mutantenrüstung und dreimal Skelett. Puh. Nice. Darauf ein Schokoriegel. Ja, jetzt haben wir wenigstens wieder voll. Ja. Sag mal.
Weißt du was? Ich brauch dich eigentlich. Was ist denn das? Gibt's irgendwie nichts? So mal. Also. Ah, weil wir das haben. Okay. Also da geht's wieder hoch. Wir gucken gleich mal. Wir verbrennen den kurz und machen uns noch eine Knochenrüstung. Denn wir wollen ja auch gut sein. Aha, ich gucke aber währenddessen einmal hier so rum. So duster hier. Gefühlt mit der Fackel noch dunkler. Also gefühlt ohne Fackel. Was besser. So, gucken wir mal, was da oben ist. Ja, das war jetzt doof, ne? Jetzt haben wir zwar wieder Mutanten, aber... Ich hab das Gefühl, wir kommen raus. Was ist ja doof. Zweite Höhle, wieder nichts. Ja, ich glaube, wir kommen raus, oder? Nee, doch nicht. Heute, wo sind wir denn hier? Aha. Ja, da sind Zettel. Lass uns doch mal da hingehen, ne? Riegel. Oh. Dann können wir einen essen. Essen wir einen und sammeln das. Können 10 nehmen, wa? Ja, jetzt haben wir 10. Ich denke mal.
So, gucken wir uns das mal an. Ein bisschen wärmer. Hier könnten wir jetzt speichern, aber... Ohne Tauchanzug bringt uns das hier nichts. Stimmt, hier bin ich auch schon mal und hier kommen wir wieder raus. Leider. Irgendwas. Naja, schau. Ja, wobei, wir haben ja immer ein bisschen Rüstung bekommen, ne? Muss man ja auch positiv sehen. Immerhin ein wenig Verbesserung. Zwar hätte ich jetzt gerne einerseits irgendwas Schönes, aber tja, gut, müssen wir halt suchen, ne? Ich weiß ja nicht mehr, in welcher Höhle irgendwo was war. Das ist natürlich so eine Sache. Aber der Meinung, hier kamen wir raus. Ja. Schwer, Luke. Immer weiter hoch. Ja, ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Schade. Hat uns nichts gebracht, diese Höhle. Oh, ist es dunkel? Oh, es ist dunkel. Jo. Okay, wir sind da hinten rein. Hier wieder raus. Okay. Dann gehen wir doch erstmal kurz nach Hause. Haben immer ein bisschen Stuff bekommen, also jetzt müssen wir die beiden Höhlen. Also die eine können wir erst machen, wenn wir die Kletteraxt haben. Hier halt leider noch nicht. So, also jetzt muss ich erstmal schauen, wann wir hier schlafen können. Wo ist? Waren wir vorhin so spät? Jetzt können wir natürlich hier nicht pennen, ne? Ich bin gerade überlegen, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir ja hier unsere Bude. Wir können jetzt natürlich noch Lämpchen herstellen, ne? Dann haben wir es hier wenigstens immerhin kuschelig. Bisschen Deko. In den Ecken hängen. Oder war er eher hier? Aber dann müssen sie auch hierher gucken.
das. So, zwischen den und den. Hier so zwischen, würde ich sagen. Hier oben immerhin auch schon mal etwas beleuchtet, dass wenn man hier rausgeht, so, da drin ist schon mal ein bisschen hervor. Ja, gemütlich, schön gemütlich. Dann haben wir es hier immerhin auch schon mal hell. Also hier ist es jetzt nicht mehr dunkel. Wenn wir jetzt hier runter gehen, ja, sieht doch nice aus. Weil hier ist ja eh zu. Dann haben wir noch einen. Einen Schädel haben wir nur noch. Haben wir denn überhaupt noch Seil? Ja, ein Einsel haben wir noch. Weil hier soll ja auch der Kamin hin, würde ich sagen. Der kommt ja nach hier unten. Dann reicht das doch, wenn wir hier auch direkt am Eingang. Ein Lämpchen haben, denn macht er hier sowieso hell. Hier, das geht. Ich würde sagen, so geht es. Machen wir einfach mal zu. Hier sind wir schauen. Ja, perfekto. Dann können wir hier nämlich schon mal. Boah, geiles Ding. Eher so an der Seite oder eher mittig? Eher so hier, ne? Können wir wenigstens so ein bisschen gemütlich machen. Gemütlich. Ist er jetzt gerade? Steine so. Zwei Holzstämme brauchen wir. Ja, mega, weil dann können wir hier nämlich unten ein Feuerchen reinpacken. Dann passt das nämlich auch. Aber draußen das Feuer, würde ich sagen, kann ja bleiben. So immer als kleiner Vorrat. Ah, verdammt, jetzt haben wir auch noch gegessen.
Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.